Sehr geehrter Herr Juric, als Computer- und Programmierfan ist es mein größter Wunsch, einen Ausbildungsplatz zum Informatikkaufmann zu erhalten. Die von Ihnen ausgeschriebene Stelle bei der Firma Intraplex GmbH und Co. KG interessiert mich sehr. Deshalb bewerbe ich mich auf diesen Ausbildungsplatz. Oh, da geben Sie mir bitte mal die restlichen Bewerbungen. Ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bitte dieser Jonas Alga. Alga Nucci. Die Bewerbung kam erst vor ein paar Tagen rein. Ich finde die ziemlich gut. Wo kommt der Name her? Ich glaube aus Tunesien. Für sowas haben wir hier keine Zeit. Ich habe mir die Bewerbung von Jonas Alganucci nochmal angeschaut und wollte nur sicher gehen, ob Sie ihn nicht doch zum Gespräch einladen wollen. Seine Noten sind wirklich gut und er ist jetzt schon ein guter Programmierer. Also ich habe mir da schon was bei gedacht. Die können doch eh kein Deutsch und fehlen auch immer. Müller? Sie hatten mich gerufen? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie recht hatten mit Herrn Alganucci. Also vielen Dank. Ja, ein Name sagt nicht viel über eine Person aus. Herr Juric. Sehr geehrter Herr Alganucci, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Sie gern zu einem Probearbeitstag in unser Unternehmen einladen möchten. Ihre Zeugnisse und der Eindruck, den wir im Vorstellungsgespräch von Ihnen erhalten konnten, haben uns überzeugt. Deshalb laden wir Sie am Donnerstag, den 13. April 2017 um 9 Uhr zu einem Probearbeitstag ein. Was wollen Sie denn jetzt noch? Ich habe noch ein Versicherungsformular für Sie. Dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ich muss dringend einen IT-Mitarbeiter finden. Irgendwie sind alle Arbeitsverträge gelöscht. Kann ich das nicht machen? Ich meine, ich bin doch auch von der IT. Von mir aus? Viel Erfolg! Thank you.
Und Jonas, bei euch alles klar? Wie geht's denn deinen Eltern? Wo willst du denn hin? Zum Flughafen. Ach cool, geht's in den Urlaub? Ich fliege unsere Firmenzentrale nach Boston und arbeite da 3 Monate, weil ich der beste Auszubildende bin.